Hello people, willkommen zurück zu Let's Play The Second Reality Project. So Leute, und ich... Aua, scheiße! Ich kann mich jetzt umbringen, weil so hat es gar keinen Sinn. Das Level ist einfach nur scheiße. Also man... Oh Mann, da will ich nicht rein. Das regt einen dermaßen auf. Vor allem diese eine scheiß Stelle, die ist so unnötig. Das ist kein Fair Play. Mehr kann man dazu nie sagen, das ist wirklich kein Fair Play. Was dieser FBI-Typ da vollbracht hat. Aber der Reihe nach. Bis zu dieser Stelle ist das Level eigentlich noch ganz pissig. Sagen wir es mal so. Es beginnt hier. Eigentlich sollte dieser Abschnitt auch grottig sein, aber... Man kann denn eigentlich sich denn sehr einfach machen, indem man einfach die Bomben Feuer explodieren lässt und gar nicht in den Explosionsradius der Bomben kommt. Das war's. Und der zweite Raum ist eigentlich auch... einfach. Zumindest mit Feder. Gott. Und wenn man halbwegs aufpasst, was man tut, dann dürfte das hier kein Problem sein. Leute, nur wenn man es zum ersten Mal spielt, ist es auch mies. Weil man nicht weiß, wo die Bullet Bills und die Shell-Kicking Shells kommen. Das sind ja eigentlich die Hauptbedrohungen hier. Die Hauptbedrohungen im Plural, Leute. Okay, also hier... ist eigentlich der mieseste Abschnitt, hier kann man eigentlich nur auf diesen Paracoopers aufjumpen. Ja. Nicht wirklich problematisch, wenn man es weiß, wenn man ungefähr weiß, wie man es machen sollte. Okay, jetzt fängt es an hier. Okay, jetzt ging es aber. Manchmal hält sich Mario hier nicht fest. So, dann sollte man hier den Koopa ermorden. Leute, ja, wir ermorden Koopas. Weil der Koopa dann nervt. So, Leute, hier kommt jetzt die böse Stelle. Torpedo-Ted-Riding oder wie man das auch immer nennt. Ja, und eigentlich wollte ich die zwei Dinger übereinander haben, damit ich mir das irgendwie vereinfachen kann. Versteht er? Boah, aber ich schaff das jetzt auf einmal. Juhu! Ich bin so geskillt. Warte, so rein da. Aber das war's noch nicht. Diese eine miesige Drecksstelle... die was weiß ich was blöd ist, die haben wir jetzt eigentlich geschafft. Oder warte, es ist gar keine so blöde Idee, hier eine Dingensbums-Shell mitzunehmen. Ja, oh Gott. Mein Gott, ist das blöd. Okay, hier ist der schlimmste Teil eigentlich schon überstanden, eigentlich. Ja, der schlimmste Teil dieses komischen Zeugs. Bah. Aufpassen, hier kommt aber noch was. Ja, genau. Genau das kommt da noch. Auch wenn das Schlimmste überstanden ist. Ja, dieser Koopa hat mir ziemlich oft das Leben gekostet, beziehungsweise nur einmal. Okay, hier ist man auch nirgendwo sicher irgendwie. Okay. Ja, das war es immer noch nicht. Jetzt kommt noch so eine Scheißstelle. Ich hab's wirklich geschafft. Hab ich's wirklich geschafft? Ja, ich bin so cool. Ich hab's geschafft, Party. Oh. Leute, ihr habt gar keine Ahnung, wie sehr ein dieses Level quält. Ich meine, ich konnte es einfach nicht. Dieses komische Torpedo-Ted-Riding-Zeugs. Weiß nicht, wieso habe ich das jetzt geschafft? Ich hab's geschafft, I beat it. Ich bin so cool. Oh. Endlich, endlich. Und wir haben sogar noch 10 Minuten Zeit. Da können wir uns gleich schon an das nächste Level Invasion Fleet wagen. Also das ist mir ein Fortschritt genug. Dieser Part muss hochgeladen werden. Also, ja, ahnt gar nicht. Mein Gott, ich hatte da mindestens ein Dutzend Fehlaufnahmen. Und konnte deshalb wegen diesem Level schon kein Second Reality Project Reloaded mehr hochladen. Oh Gott. Invasion Fleet. Ich glaube, in der Reloaded-Version war das auch ziemlich grottig. Und das Zeitlimit weiß nichts Gutes, möchte ich mal sagen. Gott, und hier nerven die Bullet Bills wahrscheinlich. Wenn ich mir das mal so ansehe, wesentlich mit der Feder hat man ja noch einen gewissen Schutz gegen Bullet Bills. Man, erstens kann man da irgendwie wirbeln und zweitens, ja genau so kann man nämlich wirbeln.
die die meisten ja ohnehin wissen dürfen. Und zweitens kann man ja noch irgendwie fliegen und viele grottige Stellen dadurch überspringen. Von daher kann ich nur empfehlen, in Bullet Bill Leveln oder in Leveln, wo Bullet Bills irgendwie eine Rolle spielen, holt euch Federn, die sind cool. So, warte. Also bisher läuft's ganz gut. Ja, also hier sollte man hoch. Ich dachte vielleicht, da könnte unten theoretisch noch sein. Also ich habe mal bei Raukon noch mal reingeguckt, nachdem ich gucken wollte, wie lang das andere Level war. Weil ich halt halb ausgerastet bin bei diesem Torpedo-Ted-Abschnitt. Da wollte ich das noch halt noch mal nachgucken und ja, da sah der Anfang ziemlich grottig aus. Aber mit Feder geht das eigentlich. Hier kommen, würden sicherlich auch noch Dinge rauskommen. Okay, das Scrolling nimmt auf jeden Fall schon mal über 120 Sekunden in Anspruch, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, ich bewege mich hier jetzt immer sofort, weil... Boah, das könnte die erste etwas miese, gefährliche Stelle werden. Boah. Also hier schön Zeit gewinnen. Ich würde sagen, das ist hier das Beste. Boah, komm. Stopp! Stirb, Bombe. Stirb, Lakitu. Kann ich da jetzt rein? Ja, hier kann ich jetzt tatsächlich rein. Cool. Okay, hier kann ich in keine der Röhren an der Seite rein. Scheiße. Ja, hier haben wir eine Feuerblume, die wir allerdings nicht brauchen. Wow, hier ist aber auch alles mit Sprites zugepackt. Soweit das Auge reicht. Vor allem mit Koopas und vor allem mit Para-Koopas. Weiß nicht, zum Glück habe ich die Feder. Ohne die wäre das Ganze zigtausendmal schwieriger, habe ich das Gefühl. Ja, das wäre es in der Tat. Also Federn sind in SMB überpowered, scheiße! Ah, dazu sage ich nicht, das war das typische, Mario will nicht springen, Fail. Also Mario wollte einfach nicht springen. Das ist die traurigste Tatsache überhaupt. Warum möchte er nur manchmal nicht springen? Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Aber man könnte es doch mal in diesem Level mit Yoshi probieren. Das wäre doch mal eine geniale Idee. Also gucken wir, ob es mit Yoshi genauso geht. Mit Yoshi hat man ja den Nachteil, dass man nicht wirbeln kann. Und dadurch eventuellen Gefahren deutlich größer ausgesetzt ist. Sagen wir erstmal, man hat zwar einen Extra-Hit, den man eigentlich immer wieder einsammeln kann, um das mal so zu sagen. Aber trotzdem ist der Yoshi oft ziemlich gefährlich. Vor allem, weil man kurz nachdem man den Yoshi verloren hat, noch anderes Zeugs verliert. Oft. Ja. Da hatte ich jetzt Glück, dass die Bullet Bills erst später rauskamen. Oh Gott. So. Ja, genau das meine ich. Oh Gott. Scheiße, was war das denn für eine Aktion? Ich bin auf die beiden Bomben raufgejumpt und hab dann den Lakitu verspeist. Scheiße, genau das meine ich. An diese scheiß Bombe hatte ich jetzt nicht gedacht. Da war ich zu fast. Aber jetzt habe ich immerhin zwei Federn, also die gleichen Bedingungen wie bei diesem anderen Zeug. Plop. 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 Ah, shit. Warte, hier kam doch irgendwie das Ende, oder? Das Ende müsste doch gleich kommen eigentlich, theoretisch. So war es zumindest. Hm. So, also hier hat man mit der Feder auch einen großen Vorteil. Also eigentlich hat man hier in diesem Level überall mit der Feder große Vorteile. Man kann sich also vieles hier vereinfachen und das. Und deshalb ist die Feder hier Goldwerk und deshalb wage ich mich nicht in dieses Level ohne Feder, glaube ich. War, oh Gott, hier kriegt man eine Blume, aber Blumen sind ja wertlos oder nee, in diesem Abschnitt sind Blumen eigentlich auch ganz gut, weil immerhin kann man, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, man kann ja immer in diese, wie soll ich das nennen, ja, da diese komischen Koopas, die einen bedrohen, wegbrutzeln, aber ich glaube, eine Feder ist hier trotzdem die bessere Wahl. Weil jetzt werde ich genau darauf achten, dass der scheiß Klempner springt. So. Attention! Boah, scheiße. Ah. Mein Gott, ich habe doch diesen komischen Federwirbel oder sowas gemacht.
Okay, hier muss ich halt in die Tür rein. Ja, jetzt kam ein Wasserabschnitt, das weiß ich noch. Ha. Mies, mies, mies. So, die töten wir jetzt mal schnell per Dingensbums. Ja, da kommt da einer raus. Okay, ich glaube, ich sollte die Dinger gleich wegschmeißen, weil sonst passiert sowas. Das ist halt meine Denkweise und sowas. Okay. Ich glaube, hier probieren wir es trotzdem mal mit Yoshi. Ich meine, warum denn nicht? Da kann man zumindest noch ein extra halt aushalten, aber trotzdem bin ich irgendwie meistens nicht so scharf auf Yoshi. Ich weiß auch nicht warum. Ach, Leute. Niau. Jump Mario! Oh, oh Gott. Da hatte ich Glück, dass die Bombe gekommen ist. Also jetzt mal echt. Pures Glück hat mich gerettet. Vor den bösartigen Bullet Bills des Todes! Ja, genau das meine ich mit bösartige Bullet Bills des Todes. So. So, und jetzt jemand... So, du Scheißbombe da oben. Du raubst mir jetzt nicht meinen Yoshi. Haha. Du konntest es nicht. Du bist so schlecht, Bombe. Ja, jetzt muss ich diese arme Bombe mobben, weil sie mir meinen Yoshi gestohlen hat. Oh. Ach, Menno. Miau. Wow. Hilfe! Jump und jump und jump und jump. Menno. Was? Warte, was ist denn eigentlich hier? Nix. Okay. Wollte nur mal gucken, ob da jetzt irgendwas ist. Also, und da fällt Yoshi runter. Das ist auch gut zu wissen. Stirb. Okay, dann kann man gleich viele Viecher mit einer Klappe schlagen. Nicht Fliegen, sondern Viecher. Also für Fliegen sind diese Viecher zu gefährlich. Möchte ich jetzt mal so behaupten. Mario, wenn du jetzt irgendwie nicht springen solltest, dann bringe ich dir sowas von um. Warte, hier kann man ja eine Menge Sprites schon Pell und Air Scrolling verkacken lassen. Um das mal so auszudrücken. Stirb! Okay, wir kommen in den Wasserabschnitt mit zwei Federn. Cool. War? Okay. Okay, aus manchen... Ich wollte gerade sagen, dass aus manchen dieser Dinger keine anderen Dinger rauskommen. Warum ist hier eigentlich ein Chuck? Das ist irgendwie sinnlos. Ja, das war klar, dass da ein Viech rauskommen muss. Es können ja auch keine solchen Dinger ohne Viecher bleiben. Ja, und hier verkacke ich sowas von herbe. Weiß nicht, ich glaube, ich sollte diese Zoom-Blöcke generell nicht so aufnehmen. Weil die bringen nur Pech und Verzweiflung und was weiß ich. Schon wieder so eine miese Grottigstelle. Aber die kann man schaffen. Wow, mein Gott. Leute, das ist da echt, das ist echt nicht einfach. Ausgerechnet durch diesen komischen Pixel durch. Ja, und hier gibt es natürlich keinen Pilz, sondern nur einen P-Switch. Mein Gott, ich hasse es. Und dann auch noch mit P-Switches durch Stacheln zu manövrieren, das hasse ich. Wie die Pest. Wow, mein Gott. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend das jetzt ist. Mein Gott, ein Tod würde jetzt extremst frustrieren und... Ah, Gott sei Dank. Ja,
genau das dachte ich. Dass aus diesem einen Teil das rauskommt. Es kommt zuerst ein Teil später, aber trotzdem. Es kommt halt irgendwie raus. Okay, jetzt sterbe ich nicht. Herzstillstand, schockschwere Not. Was ist das für eine asoziale Scheiße? Leute, aber ich hab's fast geschafft. Fast geschafft. Ah. Leute, wir holen uns Power-Ups und dann machen wir das im nächsten Part. Dieses eine Level haben wir geschafft und das genügt mir. Ah. Mein Gott, aber ihr müsst mir ja lassen, dass ich mich da ganz gut angestellt habe bei diesem Zeug. Weiß nicht, ich glaube, das war die letzte Stachelwand. Okay, das versuchen wir dann nochmal im nächsten Part. Bis dann, tschüss!